So, und weiter geht's. Killerfish eSport gegen die Blue Jays stehen an. Und zwar natürlich erstmal wie immer die Knife Round. Wir sind diesmal wieder auf den Cobblestone. Vielleicht auch so ein bisschen das neue DE-Cache der Meisterschaft. Schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Die Map ist eigentlich auch sehr, sehr schön zu spielen. Und wie gesagt, wir sehen sie mittlerweile auch immer häufiger in diesen Cups. Schauen wir das Ganze heute. Ausgehen wir zwischen Killerfish und Blue Jays. Der Gewinner der Knife Round wird wahrscheinlich, so wie meistens auf Cobblestone, auf der CD-Seite beginnen. Kazuya geht hier down und damit ist Crispy der letzte Überlebende seines Teams. Wird für ihn ein bisschen schwierig. Gut, Kräuter könnte er vielleicht noch mitnehmen, auch ECFN, aber spätestens bei CD wird er wahrscheinlich Schluss sein, denn der hat immer noch 100 HP und Crispy geht auch down. Damit geht also die Knife Round an die Blue Jays und wie gesagt, sie werden sich höchstwahrscheinlich, ja, so ist es auch, für die CT-Seite entscheiden. Und damit können wir eigentlich in dieses Spiel starten, wenn ich ready gesetzt werde. Werde ich ready gesetzt? Alles klar, jetzt eskaliert es ein bisschen. Dieser Hass. Okay, ich weiß gerade nicht, was dort los war. Es wurde jetzt aus irgendeinem Grund mega gespammt, aber immerhin funktioniert es jetzt. Was war das denn bitte? Aber richtig mit Hass da gestimmt. Ich muss mal jetzt gerade noch machen. Moment, ich bin... Irgendwas gab's noch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Also gut, beide Teams sollten aber wie gesagt eigentlich ready sein. Wir sind jetzt auch ready, hoffentlich. Ich fass gerade einfach sauber, wie das gespammt. Gut, und wie gesagt, beide Teams bereit. Damit können wir hier auf jeden Fall anfangen mit der Runde Nummer 1 in diesem Spiel, mit der ersten Pistol Round. Die Blue Jays auf der CT-Seite, Killerfish auf der D-Seite. Wir schauen natürlich erstmal aufs Overview und haben die erste Pause. Alles klar. Na, dann schauen wir mal, was da los ist. Taktisches Timeout, CD sagt's, da muss man sich erstmal ein bisschen besprechen. Wow, Vote abgeschlossen, abgegebene Tipps, Killerfish 9%, Blue Jays 91%. Halte ich für ein Gerücht, aber schauen wir mal, wie das Ganze ausgehen wird. Na gut. So. Dann. Abfahrt. Dieses Mal hoffentlich hat sich niemand verkauft. Ich glaube nicht, es wurde letztes Mal wirklich neu gestartet, weil da irgendwas falsch gekauft wurde. Sonst hätte nämlich das Stopp keinen Sinn gemacht, weil man dann halt, also sonst hättest du ja alles andere auch mit Pause beheben können, quasi. Gut, dementsprechend schauen wir mal in die Pistol Round. Sie wird von den Blue Jays genauso gespielt. Oder waren sie das? Ja, sie waren das gerade eben, die so gespielt haben gegen Aronix. Dieses Mal wird allerdings auch richtig predicted, weil Killerfish mit allen 5 Leuten Richtung B geht. Nur einer, der nochmal ein bisschen Richtung Mitte up-aimt. Stefan ist derjenige, der hier den Job des defensiven Up-Aimers ausführen muss im Moment. Da würde ich wahrscheinlich keiner reinpushen. Wir haben es schon gesehen, DeathX hat er verschoben Richtung B-Spot. Das kommt daher einfach, dass es bisher schon ziemlich lange gedauert hat, bis sich überhaupt jemand gezeigt hat, dass der Fisch. Dann ist der B-Spot eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich. Crispy hat da super stark 2 Leute mitgenommen. Kief auf dem B-Spot ebenfalls einen erwischt. Sauber geschossen, Lunte. Erst jetzt kann ihn aufhalten. Trotzdem, man hat 3 gegen 2 Überzahl bei Killerfish. Und man ist auch schon auf dem B-Spot durchgekommen. Dadurch, dass hier im Connector 2 Leute weggeräumt wurden, auf den A-Spot durchgekommen, ist natürlich der A-Spot frei. Und man kann da jetzt auch einfach drauf gehen. ECFN und Lunte auf jeden Fall jetzt im 2 gegen 3. ECFN, der ist irgendwie hier gerade nicht ganz aus dem Window raus schafft, jetzt aber auch rauskommen wird. Er wollte da diesen Close-Sprung probieren, aber Stefan, kein Problem, direkt einfach beide mitzunehmen. Damit also das 1:0 für Killerfish. Die Pistol Round geht an die Fische und die Blue Jays damit natürlich erstmal in der Eco. Wir müssen erstmal sparen. Gut, sie gehen in den Forcefight, das ist natürlich dann die andere Alternative. Da fehlt einem zwar in der 4. Runde ein bisschen was an Geld, also du kannst es so oder so kaufen, aber du hast einfach weniger Equipment, als wenn du jetzt quasi eine Full Eco machen würdest. Dementsprechend hier also wie gesagt nochmal die
Boss Royale Round, die man hier spielt. Sedi. Schönes erstes Deagle-Gesicht. Jetzt ist die Frage, wie man das Ganze weit. Oh, Death X, super geil. Zwei Leute rausgekommen, Tizian und Kazuya. Zwei gegen drei. Mittlerweile noch, sie haben auch schon zwei Leute erwischt. Also sie geben sich da auf jeden Fall noch nicht geschlagen, auch wenn sie wirklich sehr, sehr herbe Verluste nehmen mussten. Das ist ja Kräuter, man hat auch noch die Deagle am Start. Der schießt dann aber eigentlich ein bisschen langsamer, aber in dem Moment, der hat es natürlich nur versucht, einfach da durchzusprayen. Also bitte jetzt wieder hier nicht eskalieren. ECFN und Lunte beide noch auf dem A-Spot. Wie gesagt, Tizian und Kazuya haben bisher auf jeden Fall da nochmal gut Schaden angerichtet. Die Frage ist nur noch, können sie es jetzt einfach komplett durchbringen, die Runde noch, oder ist da jetzt trotzdem Ende Gelände für sie? Sie versuchen es weiter auf den A-Spot natürlich, denn sie können da jetzt schlecht noch wegschieben. Tizian, der hier jetzt durchpusht. Sie müssen einfach nur mit diesem Spieler hin in der Ecke rechnen. Wenn der unerkannt bleibt, hätte hier nochmal sauber gefährlich werden können, aber Tizian noch einen Kill gesetzt. Kazuya ebenfalls noch einen Headshot. Und damit ist Kräuterhumpen alleine hier gegen zwei, aber die beiden Spieler haben nicht mehr allzu viel AP. Da könnten theoretisch sogar schon Bodyhits das Ganze hier beenden für ihn. Kräuterhumpen ist wieder ziemlich weit vorne, so wie gerade eben schon mal gegen Otto auf dem A-Spot, aber dieses Mal ist er bekannt jetzt auf vor allem. Und Tizian, sehr schöner Headshot. Also auch die beiden können auf jeden Fall super krass aimen. Wir haben es gesehen. 2 gegen 5 nochmal rausgeholt, das Ganze 2:0 für Killerfish. War aber knapp. War knapp. Definitiv. Bot Alu. Ja, Nip muss wechseln. Nach der Runde muss Nip wechseln. So. Also jetzt müssen die Blue Jays natürlich erstmal dann in die Eco, nachdem sie gerade im Force-Play nicht gewinnen konnten. Das heißt also, jetzt müsste Killerfish sich eigentlich ein bisschen leichter tun als gerade eben. War aber auch gerade wirklich stark gespielt. Die Flash, die kam, war extrem krass und einfach das Aiming halt von DeathX direkt dann auch noch. Dass er halt die Gegner auch gleich beide rausnimmt. So, DeathX diesmal im falschen Moment erwischt worden, wurde da in den Rücken geschossen von Stefan Kief. Pusht dann eine Richtung A, vielleicht ein kleiner Risikofaktor, aber er hat eh noch eine Tech-9 dabei. Das heißt, selbst wenn man die verliert, dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Kazuya hat auf dem Baseball nochmal einen rausgepickt. Ein Headshot, jawohl, dann geht das mal down, aber wie gesagt, das war jetzt nur die Tech-9, die man verloren hat, ist jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch. Kief wird höchstwahrscheinlich sich eh die AWP nachkaufen, so wie ich ihn einschätze im Moment. 6200, ja, ist auf jeden Fall genügend Geld da. Wie meinst du das? Ich meinte das mit Nip nur aus Spaß, weil gerade eben jemand OMG Bot Alu geschrieben hat. Also es war natürlich von weder von dem Typ im Twitch-Chat noch von mir ernst gemeint. Es war einfach nur ein kleiner Scherz. So. Und wechseln und schreiben wir mit E. Haben wir alles geklärt. Die Blue Jays jetzt auf jeden Fall mit der ersten Waffenrunde. Schauen wir mal, was Killerfish hier jetzt ausrechnen kann. Wie gesagt, ich schätze sie auf jeden Fall als das stärkere Team hier ein. Ja, sie haben ja neulich schon mal gegen Penta gezeigt, dass sie auf jeden Fall in Deutschland sehr, sehr weit oben mitspielen. Haben zumindest die Night Hero Damage Liga Nummer 1 gegen Penta gewonnen im Finale mit einem 2:0 nach Maps. So, jetzt kommt gleich die Flash in den Dropper rein und dann wird man hier bei Killerfish versuchen, erstmal diese Position einzunehmen. ECFN. Oh, sehr schön aufgepasst. Tizian da rausgenommen direkt. Also damit kann er den Dropper halten. Die Smoke kam gerade noch rechtzeitig, um erstmal Schlimmeres zu verhindern. Kazuya nimmt ihn raus, aber da war nochmal ein Headshot dabei. Keine Ahnung, wie ECFN da den Headshot ersetzen können. Dieses Mal, das war voll das, was ich bei Ronix gemeint habe. So musst du den Spieler in die Zange nehmen, oben beim Baum. Sedi und Kräuterhumpen. Beide noch auf dem B-Spot jetzt, auch der X hat schon nachgeschoben, aber trotzdem, man hat nur noch das 2 gegen 2, die Bombe wird auf jeden Fall gelegt, Kief faced aber rum, hat natürlich den AWP-Schuss gehört, wusste, dass der Gegner wehrlos ist und Stefan dann im Spray gegen Sedi, 4:0 für Killerfish und es war im Dropper ganz schön eng, also wenn ECFN noch einen zweiten rausgenommen hätte, wer weiß, wie diese Runde dann ausgegangen wäre, aber es war nur in Anführungszeichen der Headshot, selbst der war schon ultra krass, damit also 4:0. Für Killerfish im Moment. Sie haben auch die erste Waffenrunde gewonnen und die Blue Jays müssen hier nochmal sparen. Gibt also die nächste große Chance für Killerfish, hier direkt die Runde Nummer 5 nachzulegen. Tizian, schöner erster Klick, hat einfach nur die Predict Shots gesetzt, aber auch Lunte kann das eben, wenn Tizian da nicht genug moved, einfach wenn er zu lange auf dem gleichen Fleck stehen bleibt. Dementsprechend wurde er hier rausgenommen. Kief. Jawohl, sehr schön mit der AWP aufgepasst. Gerade Kief war in letzter Zeit immer wieder ultra stark.
Hat er eigentlich beide Spiele gegen Penta absolut durchgecarried. Stefan hat DeathX da so ein bisschen ver... Boah, Lunte, nochmal einen, Lunte, geht da noch einer? Ja, danke, Autodirector. Dann halt eben nicht, DeathX wird jetzt in der Mitte da ausgenommen. Lunte ist aber immer noch nicht tot. Und solange der nicht tot ist, kannst du jederzeit nochmal knallen. Die Deagle ist einfach so unglaublich gefährlich geworden seit diesem Hitbox-Update. Also war sie vorher auch schon, aber da haben es einfach noch weniger Leute gespielt. Sedi. Und Lunte. Sedi auf dem A-Spot gegen Stefan, der Klassiker. Er nimmt den Spieler raus und er nimmt die AK ebenfalls an, aber dann muss er sich erstmal zurückziehen. Lunte mit 33 AP. Der letzte Überlebende seines Teams, aber auch diese Anti-Eco für Killerfish wieder absolut teuer gewesen. Ich meine, sie haben bis hierhin 3 Leute verloren und es könnte durchaus noch einen Headshot hageln. Und dann eventuell insgesamt könnte man sogar 4 Leute verloren haben. So, Lunte. Wie gesagt, er versucht es nochmal. Das denke ich mal auch nicht schlecht, dass er auf jeden Fall noch auf die Kills geht. Ah, gegen Kazuya. Es war nur der Bodyhit, aber da war er auf jeden Fall nicht weit weg. Ich denke mal sogar, dass er am Kopf drauf war und da eher die First Shot Ungenauigkeit der Deagle zugeschlagen hat. Wie gesagt, allzu weit vom Kopf war da auf jeden Fall nichts weg, der Lunte. Also, damit gehen wir in die Runde Nummer 6. Dieses Mal direkt die Doppel-AWP bei dem Blue Jays. Haben wir ja vorhin auch immer wieder gesehen, gerade auf Cobblestone. Wie gesagt, denke ich mal, macht es auf jeden Fall auch Sinn. Kräuter und DeathX beide an der Sniper. Ja. Der einen bekommen, insgesamt bisher 2 Leute da ausgenommen. Kräuter mit der AWP 2-mal zugeschlagen. Trotzdem, naja, man kommt nicht wirklich durch. Kräuter erlebt ja immer noch, hat 3 Leute schon getötet und dann DeathX von der anderen Seite. Also die Runde geht absolut auf Humpen. Er hat da einen super Job hinten aus dem Hühnerstall gemacht, auch wenn es eine Position ist, die man eigentlich erwartet bei einer CD-Deckung. Konnte er da trotzdem 3 Leute rausnehmen und dieses Mal Killerfish eben nicht durchgekommen. Also tatsächlich die AWP auf dem B-Spot, die es dieses Mal safe macht. Und damit, wie gesagt, die erste Runde für die Blue Jays. Also Humpen war es mit 3 Leuten. Ah, tief in der Mitte mit dem leichten Spray durch die Tor, hat versucht aber da vielleicht einen mitnehmen kann. Rechnet er wahrscheinlich sogar mit der AWP von DeathX. Er muss da super vorsichtig sein. DeathX hat seine Items auf jeden Fall gesehen. Kief nimmt ihn sogar raus. Super stark. Wird zwar selbst angeschossen, aber überlebt mit 11 HP. Und damit zumindest hier jetzt schon mal einen Spieler mehr auf dem Feld. Kräuter wieder mit der AWP natürlich versucht, es offensiv auszugleichen. Kazuya geht down. Er hat ihn nicht gesehen, weil da dieser Molotov lag, weil die Brandgranate lag, die ihn da verwirrt hat. So, und jetzt kommt es hier so ein bisschen auch auf Lunte an, wie viel Schaden er da an Lang anrichten kann. Stefan ist da schon close an der Smoke und eventuell kommt ja auch gleich eine Smoke, mit der man einfach versucht hier durchzugehen oder sie contacten einfach weiter. Tizian jetzt zumindest schon mal den ersten Kill hier auf dem A-Spot setzen können. Kräuter aber oben vom Dach unter eine Nummer 2, Humpen, wieder 2 Kills in der Runde. Absolut gut ins Spiel gekommen. Hier mal schauen, ob er dann noch weitermacht. Aber er stellt sich auch ganz hübsch defensiv. Jetzt macht er keinen Fehler. Kief auf jeden Fall ansagen könnte, auch wenn er ihn jetzt nicht bekommen hat. Stefan, der weiß natürlich, wo der gegnerische AWP-Spieler steht. Und er weiß, dass Humpen gerade eben mega gefährlich ist. Lunte nimmt Nummer 1 mit. Und Stefan geht ebenfalls down. Also ECFN muss da gar nicht mehr zur Tat schreiten. Beide Spieler fallen. Die 2. Runde für die Blue Jays. Und damit wird Killerfish erstmal in der Eco sein hier. Also Killerfish muss eine Runde sparen jetzt. Nachdem sie hier 2 Runden in Folge abgegeben haben, ist schon kein Geld mehr vorhanden. Gut wäre es natürlich für sie jetzt, wenn sie die Bombe legen. Kaufen können sie nächste Runde so oder so. Wie gesagt, der einzige Unterschied ist halt einfach nur, wie viel Geld da ist. Sollten sie also die Bombe legen, wäre halt einfach ein kleiner Bonus noch hier. ECFN, ui. Wird da auf jeden Fall unter Druck gesetzt. Kief kann trotzdem nicht rausnehmen. Lunte unterstützt sein Mater. Super gut. Lunte nimmt sogar alle 3 Frags mit ECFN. Erst den letzten kann er sich dann gönnen. Kräuterhumpen auch noch einmal zugeschlagen. 3-5. Die Blue Jays holen sich nochmal eine Runde. Und ja, auch wieder natürlich wieder super stark gespielt. Einmal die AK und, also beziehungsweise die AK von ECFN, der halt den Spray macht und die Gegner low schießt. Und Lunte dann einfach immer wieder vollendet. Damit also 3-5 im Moment für die Blue Jays. So, weiter geht's in die Runde Nummer 9. Diesmal, wie gesagt, Killerfish auf jeden Fall wieder
mit den Waffen. Man hat aber erneut die Doppel-AWP, natürlich bei den Blue Jays. Sie haben ja bisher auch noch keinen Spieler verloren letzte Runde, wieso sollten sie also nicht mehr spielen? Und sie funktioniert auf Cobblestone eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall keine schlechte Alternative hier. Pumpen wird wahrscheinlich auf dem B-Spot wieder zur Tat schreiten müssen, aber diesmal wird man ihn schon deutlich mehr fokussieren bei Killerfish. Kazuya ist auch derjenige, der jetzt da ins Duell geschickt wird mit der AK. Kann man auf jeden Fall machen, auch wie gesagt, ist so quasi der Olofmeister, der hier gerade gespielt wird. Jetzt kommt hier einmal eine kleine Flash, einfach close und sie funktioniert ziemlich gut, simpel, aber läuft. ECFN, der hier aber immerhin noch zwei Leute sogar mitnehmen kann. Sehr stark von ihm, auch Kräuter, und hat da schon wieder zwei zerlegt und damit ist Keith allein. Ich dachte eigentlich, es wäre nur einer von ECFN gewesen, aber kein Problem für ihn, auch zwei mitzunehmen. Keith hat versucht jetzt durchzumoven, ich weiß nicht ganz, aber bekannt ist spätestens nach der Smoke jetzt auf jeden Fall. Keith gegen Death X, da kommt die AWP, jawohl, und auch hier schlägt sie wieder zu. 4 zu 5 für die Blue Jays, nicht für die Blue Jays, sondern die vierte Runde für die Blue Jays. Und Killerfish wird wahrscheinlich wieder in die Eco müssen. Sie könnten eventuell überlegen, zu Force Buy in der nächsten Runde gibt es einen maximalen Loser-Bonus von 3400. Das heißt also, theoretisch könnte man sich bis 1300 runterkaufen. Also, würde man normalerweise nicht machen. Du wirst ja trotzdem ein bisschen Geld übrig haben. Sie entscheiden sich hier aber trotzdem für die Eco ohne Kevlar. Spielen hier also nur mit Pistolen und das Ganze so durchzubringen. So, wieder die kleine Flash Richtung B. Oh, Lunte hat nicht so einen wichtigen Fokus gehabt. ECFN Onspot. Ja, einen mitgenommen, zwei mitgenommen mittlerweile schon. Leute, um auch wieder drei Leute. Also er macht am B-Spot gerade so einen unglaublich guten Job. Auch wenn es jetzt nur gegen die Eco war. Trotzdem wieder drei Leute erwischt momentan bei ihm auf dem Scoreboard. 13 zu 5. Also wirklich, er ist es halt im Moment, der den B-Spot einfach komplett dicht hält. Zusammen mit ECFN, der auch immer wieder starke Aktionen bringt. Man muss sich mal überlegen, wenn er die drei Kills gerade eben gegen die Eco bekommen hätte, was er normalerweise auch, also er hätte die normalerweise auch geschafft, wenn Lunti nicht unterstützt hätte, dann hätte er auch schon 10 zu 7. Also die beiden halten den B-Spot da auf jeden Fall wirklich dicht im Moment. Und wenn die natürlich so weitermachen, dann wird es auf jeden Fall eine ziemlich schwierige Geschichte für Killerfish hier durchzukommen. Man muss auch sagen, seit die Doppel-AWP im Spiel ist, haben die Blue Jays keine einzige Runde mehr abgegeben. Also das, denke ich mal, spricht schon dafür auf jeden Fall. Keith diese Runde auch wieder nur noch 8 HP. Er wird höchstwahrscheinlich trotzdem ins Duell mit Kräuterhuben gehen. Also man versucht jetzt einfach die AWP so auszuschalten. Aber ECFN im Boost kann Keith da einfach die Schulter wegschießen und damit den Frag Nummer 1 in dieser Runde setzen. Killerfish versucht es trotzdem unbeirrt weiter auf den B-Spot und ich kann es auch so ein bisschen verstehen, denn auf dem A-Spot hast du natürlich dann das nächste Problem, da steht halt dann DeathX und DeathX ist nicht unbedingt schlechter an der AWP als Humpen, also da hast du einfach zwei Spieler, die gerade eben unglaublich ekelhaft sind und man muss halt jetzt einfach nur den Weg finden, diese AWPs irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, also vielleicht ein bisschen mehr mit Smokes arbeiten, diese Standardpositionen mit Molotovs angehen irgendwie, um da einfach rauszutreiben halt, und sie haben diesmal auch drei Brandgranaten am Start. Das Problem ist halt, sie kommen, jetzt kommt tatsächlich der Molotov, also so wie ich es predicted habe, aber Humpen trotzdem kein Problem, wieder drei Leute und zwei Leute mitzunehmen reicht auch. ECFN hat ebenfalls zwei erwischt und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Also was auch gut ist, man hindert oder man versucht die Gegner daran zu hindern, dass sie eben diese Granaten einfach so reinschmeißen kann. Man setzt sie in der Titanic selbst trotzdem ständig unter Druck, auch wenn die eine Brandgranate da geflogen kam. Sie war einfach nicht gut genug, dass die Humpen da wirklich unter Druck hätte setzen können. Und damit die Runde Nummer 6 für die Blue Jays, mittlerweile die sechste in Folge. Humpen erneut erfolgreich gewesen. Wieder ersten Schuss gesetzt, DeathX in der Mitte, zugeschlagen. DeathX gegen Frisbee. Darf er eigentlich oder sollte er nicht nochmal facen? Gut, in dem Moment macht es jetzt wenig Unterschied. Man hat so oder so das 4 gegen 1. Tizian, der letzte Verbleibende. Schön gegen Sedi. Einmal reingehauen. Tizian nochmal einen. Jetzt müssen sie langsam vorsichtig sein. Leute, Humpen will da auch nochmal facen. Ist sogar noch vor der Flash rumgegangen, um seinen Mater vielleicht oder um seinen Gegner da vielleicht mit dem Rücken zu sich gedreht zu erwischen. Da kommt eine kleine Flash, die ECFN hier auf jeden Fall sauber blind macht. Tizian im 1 gegen 2 und für ihn ist da absolut alles drin. Oh, Kräuterhumpen! Hat nicht damit gerechnet, dass Tizian einfach nur stehen bleibt. Ist Tizian mit der Fixpunkt-Flash. Und ECFN setzt den Headshot, aber wunderschöner Versuch von Tizian. Hier nochmal drei Leute mitgenommen. Leider reicht es da nicht komplett.
dafür das Ganze durchzubringen. Und Killerfisch, wie gesagt, sie müssen halt jetzt schauen, dass sie gegen diese AWPs irgendwie das richtige Mittel finden. Entweder, wie gesagt, mit diesen Granaten halt ein bisschen arbeiten oder ein bisschen weniger, also es ist nicht unbedingt Eisen reinfacen, aber sie geben halt der AWP schon viele Chancen, da auch viele Schüsse zu setzen. Das Problem ist halt nur, sie können auch nicht einfach zu fünf durch die Smoke rausspringen, denn es stehen natürlich auch andere Spieler auf dem Spot, das heißt, du kannst nicht einfach komplett rausrambohen. Aber es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da einfach ein bisschen mehr zusammengeklumpt rauszugehen. Crispy diesmal mit der Deagle gegen den Jobberman hat eh schon einen Frag auf dem B-Spot bekommen, da ist wieder die AWP oder die beiden AWPs. Kreuterhumpen und DevX mit zwei Brandgranaten wollen natürlich erstmal den Bombplan verhindern. Keef hatte auch einige Probleme, kommt mit 5 HP gerade so nochmal weg. Und DevX, der jetzt gleich wieder auf den Spot hinterher pusht, hoppala. Kräuterhumpen. Oh, einmal mit der AWP. Hat er die erste Chance bekommen. CD. Lucian einen Counter setzen, aber dann ist die Runde vorbei. Also Killerfish holt sich die Eco tatsächlich. Da war sogar noch ein Knife dabei. Kazuya hat, ich weiß nicht mehr wen, auf jeden Fall mit dem Knife rausgenommen. Damit noch ein bisschen mehr Geld sich zurückgelegt. Ja, und Killerfish wieder mit einer T-Runde. Diesmal stand einfach die AWP nicht auf dem Baseball und sie haben halt die Einzelduelle da ziemlich schnell gewonnen. Kräuterhumpen musste erst wieder zurück verschieben um den Connector einmal rum. Oh, das war genau die Zeit, die ihm dann im Endeffekt gefehlt hat, um da viel Schaden ausrichten zu können. Keef diesmal in der Mitte den First Frag gesetzt, also hier der X rausgekommen, das Duell einfach gewonnen. CD hat die AWP jetzt weggeschossen, aus welchem Grund auch immer, denn die Gegner sind eigentlich so oder so in der Waffenrunde. Gut, vielleicht möchte er damit verhindern, dass sie jetzt trotzdem einer pickt, aber normalerweise jetzt nicht unbedingt das Risiko der Welt. Ah, Sedi und Humpen beide auf dem A-Spot, die wären jetzt wahrscheinlich auch angegangen. Also mal schauen, ob Humpen dieses Mal wieder zeigen kann, was er drauf hat. Ob er da wieder die Chancen bekommt. Gut, ich meine, selbst wenn die Gegner im Einzelnen rein, dann muss er immer noch treffen. Ja, das gehört auch immer wieder dazu. Dieses Mal hat es gerade das erste Mal verschossen. Sedi trotzdem zumindest einen ziehen können. Keef aber sofort mit dem Refrag zur Stelle. Damit Humpen im Moment relativ alleine auf dem Spot. Crispy, der ihn hier auch relativ schnell rausnimmt. Und damit ist Lunte der letzte Überlebende mit, oder gegen drei Leute auf jeden Fall. Er hat einen Kit dabei, er hat eine Smoke, aber Keef steht hier schon close. Ich glaube, er hat ihn gehört. Lunte, nein, er scheint doch nicht zu wissen, wo Keef steht. Kann ihn aber trotzdem rausnehmen. Aber Lunte hier nur noch mit 6 AP. Dementsprechend im 1 gegen 2. Crispy hat auch nur noch 3. Wenn die Nate, nee, die Nate wird ihn nicht rausnehmen. Und Crispy hat dann natürlich dann eine schöne Position. Ist ein bisschen gefährlich, denn wenn er abgeaimt wird, dann ist er natürlich jetzt useless in der Runde. Aber Lunte wird nicht damit rechnen, so ist es auch. Also Crispy hat seinen Gegner genau richtig gereadet. Kann ansagen, dass der jetzt über den Dropper reingegangen ist oder sollte es ansagen können. Dass Lunte da wahrscheinlich schon irgendwo am Spot ist. Tizian macht es auch gut, der zeigt sich auch gar nicht, wartet einfach ab und Crispy kann zuschlagen. Also der Hit sitzt. Damit die Runde Nummer 7 für Killerfish. Also vielleicht könnten sie sich jetzt hier sogar zur Halbzeit noch die Führung sichern, was denke ich mal gar nicht so schlecht wäre. Denn, ja gut, also ich meine selbst 7 T-Runden gehen auf Cobblestone eigentlich absolut in Ordnung. Leute haben auf dem B-Spot mit der Deagle. Keef und den ersten Gegner aber mit. So ein Tump hat ihn irgendwie ein bisschen lange ignoriert. Beide kommen da aber noch lebendig aus dem Duell raus. Tizian gewinnt jetzt einmal gegen Humpen hier. An Lang müsste es normalerweise als nächstes dafür gehen. Lunte wird da sofort rausgenommen. Sedi, jawohl, gegen Stefan. Auch dieses Duell verloren. Also Frag, Refrag einfach gezogen und dann DevX rausgenommen. Also damit 8:7 für Killerfish. Die Führung zur Halbzeit. Und wie gesagt, ich denke mal, damit kann Killerfish auf jeden Fall zufrieden sein. Cobble ist nicht unbedingt ihre schlechteste Map. Sie spielen da sehr, sehr gerne drauf, sehr häufig vor allem auch. Und ich denke mal, auch auf der CD-Seite sollten sie ja eigentlich einiges abrufen können. Gerade aimtechnisch läuft ja auch einiges bei ihnen. Oh, da sitzt auch schon der First Frag. Keef hat DeathX rausgenommen. Sehr schöner Headshot von ihm. Er geht da auch auf Lang direkt noch weiter auf die Kills. Dieses Mal allerdings selbst eine kassiert. ECFN hat ihn da mitnehmen können. Stefan, Onspot und Crispy, die beiden haben jeweils schon einen erwischt. Damit also Sedi und Kräuter gegen drei Spieler. Hier ist Sedi.
Ja, kann den Kill nicht setzen, aber auch Crispy muss jetzt erstmal ein bisschen zurückschieben. Durch die Smoke natürlich bedingt muss er hier erstmal wegverschieben. Kräuter umsieht den Gegner, kann Tizian auch noch ansagen. Damit sind schon mal zwei Leute bekannt, aber Kazuya eben noch nicht. Ich wollte es gerade sagen und der nimmt den Planter raus. Also wie immer der Klassiker, diese Position funktioniert sehr, sehr häufig. Und jetzt Kräuter unten, der ebenfalls sauer geht gegen Kazuya. 9:7 damit für Killerfish. Hier gewinnen also auch die Pistol und werden sich damit rundentechnisch schon mal einen kleinen Abstand erspielen können. Wenn sie jetzt die beiden Anti-Egos natürlich holen, das vorausgesetzt. Also wir sehen die Blue Jays nochmal im Forceball, sie versuchen es Richtung B. Gerade der Dropper ist ja mit den Tech-9s immer wieder eine gute Alternative, die man da anspielen kann auf jeden Fall. Ich denke mal im Endeffekt wird sie auf den A-Split rauslaufen, denn sie haben noch zwei Spieler vor dem A-Spot platziert. Keith ist hier mit der Autopumpgun schon am Durchpushen, ist jetzt auf die Distanz nicht unbedingt die optimale Waffe, die er damit auch gleichzeitig bekannt gegeben hat. Seine Gegner pushen jetzt allerdings durch und auch Keith ist da direkt auf dem Weg, ihnen hinten reinzulaufen. Kasuya auf dem A-Spot hat ein bisschen versprayt, aber letztendlich trotzdem den Kill bekommen. Jetzt wird er aber rausgenommen, weil er das schon nicht kassiert hat. Oh, Keith! Er kriegt diesen Kill nicht und damit ist Tizian plötzlich alleine gegen vier Leute hier. So viel zum Thema den Forceball holen. Kräuter mit 23 AP wird von Tizian darauf erwartet, aber jetzt hat Tizian selbst noch 10 AP, hat da einiges an Schaden kassiert, auch wenn er den Kill bekommen hat. Tizian kann nochmal einen rausnehmen. Er ist hier trotzdem 1 gegen 2 und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das gewinnen kann. Denn Stefan mit 83 AP noch, ja, und er wird... Stefan, sag ich, wieso sag ich Stefan so? Ja, die beiden haben irgendwie einen ähnlichen Nick, also ECFN mit 83 AP noch. Und er nimmt seinen Gegner auch raus und ganz kurz, nur weil jemand gefragt hätte, wer die DreamHack kommentieren wird. Es wird so sein, dass die ersten drei Tage entweder Horst und ich zusammen oder einer von uns beiden kommentiert. Und... ab dem Wochenende, glaube ich, dann, oder ich weiß nicht genau wann. Also Knoche ist dann auf jeden Fall auch dabei, wie gesagt, bloß, soweit ich weiß, die ersten drei Tage ohne ihn. Denn der ist momentan noch im Urlaub und danach wird er auf jeden Fall mit dabei sein. So, und jetzt wollen wir uns aber wieder diesem Spiel widmen. Wir sehen, Killerfish muss die Runde erstmal in die Eco. Schauen wir, was Chris wieder mit der Deagle ausrichten kann. Sedi auf dem B-Portier schon einen Gegner rausgenommen. Die Smoke hat erstmal eigentlich relativ viel Schaden verhindert auf beiden Seiten. Das heißt, man kommt relativ ungehindert auf den Spot drauf. Crispy irgendwie durch die Smoke einen mitgenommen. Dann wird allerdings auch er rausgenommen. Damit müsste diese Runde normalerweise an die Blue Jays gehen. Keith ist der letzte Überlebende, wieder mit der Autopumpgun. Dieses Mal allerdings nur noch mit 8 oder mit 6 AP. Und er wird wahrscheinlich nur noch auf die Exit Frags gehen, Keith. Aber Kräuter scheint dann abzählen, jawohl, und nimmt ihn auch raus, genug durch die Wand, um noch oben einen draufzusetzen. Damit also 9:9, die Blue Jays können hier direkt wieder ausgleichen und haben Killerfish nochmal in der Eco. Dadurch, dass sie gerade eben diese zweite Runde abgegeben haben, müssen sie jetzt hier auch zweimal sparen. Das heißt also nochmal die Chance für die Blue Jays hier eine relativ lockere Runde durchzukriegen, je nachdem wie sie das Ganze anspielen. Und vor allem auch je nachdem wie die Deagle Headshots von Crispy sitzen. Da wird er auf jeden Fall schon mal den First Track kassiert. ECFN hat Tizian rausgenommen. Und sie scheinen da auch gleich rein pushen zu wollen. Da kommt eventuell noch eine Flash in die Mitte, aber man ist momentan noch zögerlich bei den Blue Jays. Also sie haben zwar diesen Entry Kill bekommen, lassen sich da aber trotzdem erstmal Zeit. Keith, der nochmal Richtung Langface und da zumindest ein paar Informationen sammeln kann. Stefan am B-Spot einen rausgenommen. Aber Lunte auf 30 KP runtergeschossen worden. Jetzt, und ich glaube, Keith wollte eigentlich nochmal facen, denn er wird gesehen haben oder zumindest gehört haben, dass da der Headshot gesessen hat. Oh, Keith! Holy shit, wie hat er den reinbekommen? Damit sich hier natürlich jetzt schon mal ein bisschen Raum erarbeitet. Der hat auch noch einen Low geschossen, Keith. Gegen Lunte. Ja, der vermutet ihn, der nimmt ihn auch raus. Jetzt haben wir das 3 gegen 3. Siri sagt auch nur noch, was war da gerade eben los? Alter Vater. Crispy, Kazuya und Stefan. Kazuya mit der Flash. Die Gegner wären auch blind gewesen, aber er kriegt keinen Gegner raus. Ja, und damit wird die Runde auf jeden Fall schwer für die CTs. Gut, ich meine, man hat eh schon ein bisschen Schaden angerichtet dafür, dass es nur eine Eco war. Jawohl, damit wird Crispy tot sein. Die Brandknappe ist sein Todesurteil. Und jetzt Stefan.
Der letzte Überlebende. Erster die Gletscher sitzt. Kräuter unten low geschossen. Noch 20 bei ihm. Aber Lund hat sich da schon in eine gute Position gebracht. Und er wird wahrscheinlich auch gleich rumf... Er hätte eigentlich rumfacen können. Gut, man wusste natürlich nicht, wie gut die Flash sitzt. Deswegen erstmal lieber noch defensiv bleiben. Gerade wenn beide Spieler low sind. Lunte jetzt von hinten rein. Damit also 10 zu 9 für die Blue Jays. Sie gehen hier nochmal in Führung. Aber jetzt geht es natürlich wieder in die Waffenrunden. Und da muss man natürlich jetzt sagen, was man drauf hat. Denn Killerfish, wie gesagt, haben gerade eben schon gezeigt, dass sie hier auf jeden Fall... Nichts auf dem Kasten, aber rein auf dem Papier zumindest, denke ich mal, würde man sie auch als stärkeres Team einschätzen. Aber die Blue Jays bisher auf jeden Fall auf keinem schlechten Weg. Und ist gut, wer weiß, wie das Ganze weitergeht. Wenn sie jetzt diese Runde auch noch holen, dann könnten sie eventuell sogar schon das 12 zu 9 haben. Und dann wäre es natürlich schon mal gar nicht... Oder dann wäre man zumindest in schon mal gar keiner so schlechten Position. So, Kräuter oben, der wird Smoke einfach dodgen können. Tizian kann ihn aber trotzdem rausnehmen. Das ist natürlich ein Aim-Duell, was Tizian sich normalerweise nicht nehmen lässt. Damit hat man schon mal diesen Spieler auf dem B-Spot verloren. Und jetzt ist halt die Frage, wie die Blue Jays weitermachen. Sie sind jetzt ein Spieler in der Unterzahl. Normalerweise sollte man versuchen, da jetzt einfach auf einen der beiden Spots zu pushen, halt möglichst zusammen. Kief an Lang, er ist da zumindest bis gerade eben noch alleine gewesen. Konnte jetzt aber trotzdem einen Kill setzen. CFN, der ihn aber refragen kann. Damit hat man zumindest diesen einen Kill jetzt schon mal machen können. Aber DeathX selbst noch mit 3 HP und ECFN und CD sind dann natürlich noch zu zweit gegen 4. Crispy hat er jetzt nochmal reingefaced, war nicht unbedingt nötig. Und er ist da jetzt quasi einfach umsonst in Anführungszeichen rausgenommen worden. Damit ist CD jetzt aber trotzdem der letzte Überlebende, nachdem Stefan hier nochmal einen Headshot gesetzt hat. Er hat das 3 gegen 1, er hat noch 100 HP, er hat einiges an Equipment dabei. Was ihm allerdings nicht mehr allzu viel bringt in der Situation. Also 10 zu 10. Wieder der Ausgleich. Killerfish kommt direkt wieder ran. Die Blue Jays konnten sich die Runde also nicht holen. Ja, es war eigentlich auch ein bisschen von Kill. Also wie gesagt, zum Beispiel das Chris wieder einfach alleine reinfaced muss nicht unbedingt sein. Aber die Blue Jays letztendlich trotzdem nicht in der Lage, die Runde nach Hause zu bringen. Ja, damit Killerfish nochmal zugeschlagen. Aber die Blue Jays müssen noch nicht in die Eco. Also nochmal eine gute Chance hier, Killerfish jetzt eventuell sogar direkt wieder in die Eco zu zwingen. Es wäre sogar ziemlich bitter für Killerfish, wenn man jetzt diese Runde verliert, weil der Loser-Bonus weg ist. Und zwei Leute 0 Dollar haben. Das heißt, die beiden müssen theoretisch sogar eine Doppel-Eco spielen. Also man muss jetzt hier auf jeden Fall aufpassen bei Killerfish, dass man diese Runde eben nicht abgibt. Und wie gesagt, für die Blue Jays jetzt eigentlich nochmal eine ziemlich gute Alternative, eine ziemlich gute Situation, die Gegner da ordentlich unter Druck zu setzen. Schauen wir mal, wie ihnen das Ganze jetzt gelingt. Also, wir sehen die Blue Jays wieder im gleichen Aufbau wie in der Waffenrunde gerade eben schon mal. Kräuter in Richtung B. Dieses Mal wird er allerdings nicht so schnell rausgenommen, sondern kann da etwas länger überleben und vor allem erstmal die Map-Control halten. Er geht nicht explizit auf die Frags, sondern wird jetzt auch zu seinen Mates rüberschieben, dass man da dann eben auf den A-Spots drauf pushen kann. Momentan stehen hier Kazuya und Kief. Kief steht natürlich erstmal auf den kleinen Schlitz, wird aber abgeflasht. Das heißt, man scheint hier mit ihm gerechnet zu haben mit seiner Position. Oder einfach halt mit dem Spieler in Mitte unten. Aber in dem Moment war die Flash gut gegen beides. So, und Kief, der hier ein bisschen Probleme hat, auf das Fass hochzukommen. Ja, seinen ersten Schuss auch daneben setzt. Kazuya on-spot kann ebenfalls nur einen machen. Stefan allerdings schon von der Seite da. DeathX aber mit der AWP im Duell erfolgreich gewesen. Und jetzt kann man hier auf den Spot drauf, kann die richtige Position absmoken. Stefan wird rausgenommen, bevor der Retake wirklich starten kann. Damit hat man jetzt also die Überzahl. Tizian und Crispy scheinen es aber trotz allem zu probieren oder hier probieren zu wollen. Gegen ECFN verliert dieses Duell und damit ist Crispy allein 1 gegen 3 und er wird von DeathX gesehen, wird rausgenommen 11 zu 10 und jetzt haben wir natürlich diesen Worst Case für Killerfish, der da eintritt. Zwei Spieler, die halt jetzt ultra wenig haben. Gut, Stefan hat nochmal einen Kill gemacht, damit also 1700 immerhin für ihn. Aber Tizian muss jetzt trotzdem mit diesen 1400 leben und ja, wie gesagt, er wird nächste Runde zwar kaufen müssen, aber eigentlich nicht kaufen können. Jetzt auf jeden Fall einmal die Eco von Killerfish. Und damit die Chance für die Blue Jays direkt die Runde Nummer 12 zu machen. Je nachdem, ob sie in dieser Runde jetzt erfolgreich sind oder nicht. So, Kazuya close an der Titanic. Stefan hat sich da am Brunnen ebenfalls schon aufgestellt mit der USP. Und die Blue Jays momentan einfach positioniert hier vor dem Baseboard. Werden jetzt ein, zwei Smokes schmeißen und dann damit einfach versuchen drauf zu pushen. Der Baumspieler ist aber abgeflasht. Auch Kazuya war lange, lange blind. Jetzt im Moment allerdings nicht mehr, die AWP hätte da Probleme bekommen können. Da war allerdings nochmal eine Flash, die Kazuya dann letztendlich getötet hatte. Ich glaube, es war sogar eine Team-Flash. Lunte. Ein bisschen versprayt, DeathX hilft ihm noch aus. Und damit fällt dieser Flag trotzdem Stefan und Kief in 2 gegen 5 und 1 gegen 4. Und auch Kief geht down. Lunte nimmt ihn da raus und damit das 12 zu 10 für die Blue Jays.
Also nochmal eine Runde für Humpens Team. Und wenn sie natürlich jetzt so weitermachen, sie haben halt immer halt jetzt den Vorteil, sie können wieder die Gegner in die Eco bringen, wenn sie jetzt diese gewinnen. Also sie haben Killerfish momentan so ein bisschen im Geldstrudel. Sollte Killerfish diese Runde also verlieren, müssen sie wahrscheinlich den Force Bomb in Betracht ziehen. Wenn nicht, dann wird es wohl 14 zu 10 heißen für die Blue Jays. Und dann stehen sie hier wirklich kurz davor, gegen Killerfish zu gewinnen. Und das wäre natürlich alles andere als schlecht. Denn wie gesagt, Killerfish, glaube ich, war hier wirklich der absolute Favorit. Aber gut, jetzt erstmal abwarten. Die Waffenrunde hier könnte eventuell zeigen, wo es hingeht. Wir sehen bei Stefan kein Equipment mehr vorhanden. Tizian, Kazuya haben immer noch 4 Flashes. Also gerade am B-Spot ist da noch einiges verteilt. Dass man sich im Moment komplett auf Keith, der da rausgenommen wird. Falsches Timing, kommt er nicht mehr rechtzeitig weg. Stefan zumindest eine noch setzen können gegen die Rampe. Aber der Weg auf den A-Spot, der ist natürlich trotzdem relativ weit frei. Eine kleine Smoke noch ins Window rein, damit Stefan hier geblockt wird oder rausspringen muss, wenn er noch was machen will. Damit läuft er natürlich Gefahr, hier gefragt zu werden. Stefan mittlerweile seinen zweiten Kill. Kräuterhumpen, der den Backstabber spielt, kommt von hinten rein. Und jetzt hat er natürlich die drei CTs genau da, wo er sie haben möchte. Er kann einfach von hinten reinpushen und kann so Druck auf sie ausüben. Tizian und Stefan, die scheinen es auch nicht so ganz am Schirm zu haben, dass Leute, ob da wirklich gleich von hinten kommt. Humpen. Gegen Tiz. Oh, er hat ihn gesehen, hat aber noch nicht geschossen. War vielleicht auch gut in dem Moment. Ah, sie rechnen mit ihm. Ja, sie rechnen mit ihm. Sie nehmen Humpen raus. Und damit 2 gegen 2. Sedi mit nur noch 22 AP. Ist nicht mal allzu viel, aber der FX hat immer noch die AWP am Schlüssel. Und der wird natürlich jetzt versuchen, hier vor allem erstmal auf diesen ersten Frag zu gehen, damit man das 1 gegen 2 irgendwie erzielen kann. Oder Sedi macht es aber mit dem Headshot. Schönes Crosshair. Crosshair, das heißt Placement. Er ist einfach schön im Kopf gefolgt. Also hat den Gegner gesehen und war direkt am Schädel drauf. Damit geht auch diese Runde wieder an die Blue Jays. Und damit, wie gesagt, Killerfish in der Eco. Ja, die müssen jetzt sparen. Man könnte sich Alexens. Oder man könnte Alexens den Force Bomb spielen, aber sollte es hier nicht unbedingt tun. Und für die Blue Jays, also die Chance jetzt direkt die Runde Nummer 14 rauszuholen. Damit wären sie hier auf jeden Fall schon mal ziemlich weit gekommen. Kräuterhumpen und DeathX. Die beiden spielen Richtung B. Man hat einen Spieler hier offensiv. Keith ist es wieder, der da gegen lang spielt. Hat wahrscheinlich erstmal nur ein bisschen Informationen gesammelt, ob er da irgendwelche Steps mit unten hört oder sonstiges einfach hört. Vielleicht auch gegen ihn, gegen lang. Aber im Moment wird er da nicht mit Informationen versorgt. Stefan hat sein Mate rausgenommen. Kazuya musste da irgendwie dran glauben. Weiß nicht genau, was da los war. Eventuell wurde da geflasht oder sonstiges und hat er versehentlich seinen Mitspieler mitgenommen. Crispy jetzt allerdings zumindest einen Gegner hier erwischt im Dropper um. Man scheint den Boost hier auch zu probieren, dass man zumindest jetzt schnell die Waffe picken kann. Stefan in der Titanic gegen den X, der verschließt einmal. Trotzdem wird Stefan rausgenommen. Crispy ist schon von hinten auf dem Weg. Oder Tizian ist es. Kann auch einen mitnehmen. Crispy hier im Dropper jetzt gegen ECFN. Hat ihn auf 28 AP schon runtergeschossen. CD gegen Crispy. Also bisher treffen sie Dropper Spieler da irgendwie noch nicht so ganz. Keith, der muss erstmal vom A-Spot verschieben, hat auch nur eine P250, also Waffe konnte man da bisher noch keine picken. Crispy und Keith, die beiden versuchen sich hier nochmal mit dem kleinen Boost, alles klar. Kleine Abspracheschwierigkeit. Ah, sie nimmt den ersten mit, wird von Keith nochmal gerefragt, aber Keith natürlich jetzt trotzdem mit 6 AP in einer super schwierigen Situation. Sollte die Nate geflogen kommen, tut sie gar nicht mehr von Lunte. Die Runde so oder so vorbei. 14 zu 10 für die Blue Jays. Und jetzt für Killerfish. Boah, was war denn da gerade los? Alles klar, das Huhn. Huhn auf LSD. Alles klar. So, jetzt geht's natürlich für Killerfish mehr oder weniger schon um alles. Denn sollten sie die Runde nicht gewinnen, werden sie nicht allzu viel Geld haben. Keith wird da sauber angegangen, super abgeflasht, trotzdem nicht rausgenommen. Oh, stark reagiert, obwohl da einer durchspringt, nimmt er den Gegner mit. Stefan wieder den gleichen Move wie vorhin schon, versucht er einfach direkt im Connector wieder reinzufacen. Um hier noch einen rauszunehmen, diesmal allerdings nicht erfolgreich gewesen. Aber ein Spieler ist da schon auf dem Spot drauf. Creepy ist da schon durchgepusht. Stefan Onspot kann auch noch einen rausnehmen. Crispy aber immer den Refrag gesetzt. Also schöne Positionierung, schönes Crossfire hier. Man kann damit sich also den Vorteil erhalten. DevX und Kräuterhumpen im 3 gegen 2. Die beiden werden es nicht mehr allzu leicht haben. Aber Kräuterhumpen, der nimmt hier einen raus. Und damit hat man trotzdem wieder die ausgeglichene Situation. Humpen mit der Fixpunkt-Smoke. Tizian und Kazuya. Wie die beiden es ausspielen, dadurch, dass sie das Ganze natürlich jetzt ausgeglichen haben, wieder
relativ gute Chancen auf diese Runde. Kräuterhumpen hat die Bombe noch nicht gepickt. Hat er es mitbekommen? Nee. Er dachte, er hätte die Bombe gepickt. Jetzt hat er sie dabei. So, DeathX. Und schöner Headshot. Tizian damit aus der Runde geschossen, aus der Runde geböllert. Und auch DeathX mit dem Headshot gegen Kazuya. 15 zu 10 für die Blue Jays und Killerfish muss in den Forcebuy, können nur noch ein bisschen was gegenkaufen. Gut, bei Stefan immerhin die M4, aber nur eine Flash. Keith und Tizian ebenfalls eine Flash, eine Smoke. Das heißt, wir sehen schon, das muss auf die Farmers zurückgegriffen werden. Wir haben kein einziges Kit bei Killerfish. Und die Blue Jays stehen tatsächlich kurz davor, hier Killerfish auf Cobblestone auch noch tatsächlich zu bezwingen. Ja, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Super starker Spraydown von ihm. Lunte. Nochmal Reflag. Nein, auch er geht gegen Tizian down. Die Knochenregel schlägt zu. Kräuterhumpen jetzt der letzte Überlebende. Er müsste das Ace machen. Er hat 100 HP. Er hat noch ein bisschen Equipment, aber er hat die Bombe. Oh, Tizian, der läuft da Gefahr, ausgenommen zu werden. Kräuterhumpen. Im 1 gegen 4. Humpen. Jawohl, da ist die Nummer 1. Oder die Nummer 2 sogar schon mittlerweile. War ja schon der zweite Kill. Was sag ich? Humpen. Nochmal mit dem Versuch, durch die Smoke zu sprayen. Da kommt die nächste Smoke. Das heißt, sie nimmt ihm ja nochmal ein bisschen Zeit. Humpen weiß natürlich nicht, gerade nicht, was er machen soll. Er muss irgendwie diese Bombe picken. Aber er weiß genau, hinter der Smoke wartet der sichere Tod auf ihn. Da wird er wahrscheinlich so nicht durchkommen. Deswegen erstmal hier nochmal das Abwarten darauf, dass die Smoke einfach fadet. Und dann wird er sich selber rein smoken, um damit zu versuchen, sich irgendwie vorzuspielen. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, die Smoke bietet ihm relativ viel Schutz. Der Einzige, der ihn das sehen könnte, wäre eventuell Tizian. Oh, die kleine Flash. Jetzt hat er sich die Bombe auf jeden Fall schon mal gesnackt. Schöner Versuch an sich. Kräuterhumpen nimmt nochmal zwei Leute mit, aber dann Tizian an der Position, an der er die Flash dodgen kann und ihn mitnimmt. 15 zu 11, also die Blue Jays noch nicht komplett durch. Killerfish haben sie nochmal eine Runde geholt, aber sie haben noch genügend Geld, um nachzukaufen. Erst nächste Runde müssen sie wahrscheinlich in die Eco. Kommt auch so ein bisschen auf die Bombe an, ob die gelegt wird oder nicht. Aber die Blue Jays trotzdem. Ein einziger Fehler jetzt noch irgendwie von Killerfish, wenn sie irgendwas verspielen, und dann wäre hier tatsächlich Schicht im Schacht für Killerfish. Für den eigentlichen Favoriten. So, Keith wieder offensiv in der Mitte, steht wieder sehr, sehr weit vorne hier. Und jetzt zieht jetzt hier einmal rum gegen Sedi. Der hat ihn gesehen, Sedi hat ihn auf jeden Fall gesehen, kann ihn auch rausnehmen. Keith wirkt da so unglücklich heute in der Mitte, schon das dritte oder vierte Mal, dass er da wirklich relativ schlecht rausgenommen wurde. Auch wenn er eigentlich einer der besseren, oder zumindest in letzter Zeit immer wieder einer der besseren Spieler war bei Killerfish. Auch Stefan hat jetzt hier diese Mitte unten Position übernommen, also man hat auch schon deutlich mehr Fokus auf den A-Spot gelegt bei der CD-Deckung. Crispy und Stefan. Den A-Spot, vor allem Crispy, der jetzt wahrscheinlich gleich angegangen wird. Erstmal wird die Mitte aber noch etwas in die Zange genommen, damit man die auf jeden Fall einnehmen kann. Stefan versucht da ein bisschen über die Smoke drüber zu gucken, beziehungsweise einfach bei Crispy zu bleiben, um ihn da zu unterstützen, damit man hier besser die Frags ziehen kann zu zweit. Aber die Blue Jays, die sind einfach in der Rotation. Ja, sie wissen genau, die Gegner rechnen wahrscheinlich damit, dass wir auf den A-Spot kommen. Dadurch, dass wir auch die Mitte verdeckt haben, wissen sie natürlich nicht genau, wo wir stehen. Und trotzdem kommt jetzt einfach der Beko. Kazuya steht im Moment alleine gegen Kräuter und der setzt sofort den Headshot. Damit ist man ziemlich weit auf den Spot drauf. Man hat das 5 gegen 3 und das ist eine sehr, sehr schwere Situation für die Spieler von Killerfish. Es sieht alles danach aus, als ob es tatsächlich die 16. Runde für die Blue Jays gibt. Hier nochmal zwei Kills gefallen, aber beide Spieler gehen down und Crispy fällt hier als letzter. GG well played an die Blue Jays. Sie gewinnen gegen Killerfish, gegen den vermeintlichen Favoriten in diesem Cup, und damit stehen sie im Finale, und ich vermute mal stark, dass sie im Finale gegen Panther spielen. Auf jeden Fall ein super